Wir beginnen mit dem Ende, mit dem Schluss der Tagung. Mit Blick auf die Uhr, wir haben etwa 20 Minuten für die Schlussphase dieser Veranstaltung. Ich habe heute drei Identitäten. Ich war während der Podiumsdiskussion ich selber, nämlich Bernhard Possert. Ich war jetzt gerade im Workshop der Herr Trimmel, der erkrankt ist, und ich bin jetzt gerade der Herr Landeshauptmann außer Dienst Schausberger. Er musste leider auch schon abreisen, hat mich gebeten, praktisch die Gesamtmoderation der Tagung auch abzuschließen. Zu meiner Linken hat Platz genommen, ich glaube, er wurde noch nicht offiziell vorgestellt, der Dr. Joachim Fritz, der Generalsekretär der IAE, der auch dann die Schlussworte sprechen wird. Die drei Elemente, die wir jetzt ohne große Überraschung haben, sind, dass wir drei in unserer Funktion als Moderatoren der Workshops in aller Kürze berichten. Ich bin von der Regie gebeten worden, dazu aufzustehen oder dass wir uns zum Pult stellen in der Reihenfolge. Also in meiner Funktion als Moderator darf ich berichten davon, dass wir nach den drei Inputs der Referentinnen, nämlich, Moment, jetzt muss ich aufpassen, nämlich der Frau Hunziger, der Frau Ernst, wo ist die Frau Ernst da? Hat sie nur die Jacke ausgezogen, und die Frau Schätzel, wo ist sie? Da hinten, danke vielmals, die jeweils berichtet haben aus der Schweiz, also Aargau, Aachen und Rosenhain, berichtet haben von verschiedenen Aspekten, die sich, soweit ich den Eindruck hatte, sehr gut gegenseitig ergänzt haben. Die ein paar Zusammenfassungen, wie kann es uns gelingen, Strukturen zu finden und nicht zusätzliche, sondern Normalstrukturen, die Individualität und individuelle Lösungen ermöglichen und die Selbstorganisation ermöglichen. Also ein Beispiel, eines von vielen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in ihrer Organisation die Routine, dass man mit Menschen, die kommen, nach irgendwelchen Spielregeln, Interviews führt mit Neuankömmlingen. Das ist ein Standard, das wäre sowas wie eine Regel. Aber das Interview erhebt Ressourcen und Potenziale, und auf Basis dessen sind individuelle Lösungen möglich. Und ich glaube, wir haben heute im Laufe des Tages immer wieder von solchen Strukturen gehört. Wir hatten das Beispiel von Strukturförderungen für Communities, die mal angesprochen wurden. Das könnte man sagen, das wäre eine Form von Struktur, ermöglicht aber individuelle Lösungen. Oder auch viele Gemeinden, je nachdem, wo eben Problempunkte liegen, wo Ressourcen liegen etc., wo auch die politische Situation jeweils anders ist, die Bewusstseinslage. Wie kann es gelingen, dass wir hier Angebote haben, Strukturen, Kompetenzen, die zur Verfügung stehen, die aber dann doch ein Eingehen auf die Besonderheiten möglich machen. Das zum einen. Zum zweiten, eine der Botschaften war, wir sind gekommen auf das Thema von Asyl. Wie ist das mit den AsylbewerberInnen? Dürfen die auch schon integriert werden oder erst dann, wenn sie ihren fixen Aufenthaltsstatus haben? Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in allen drei Ländern, also Österreich, Schweiz, Deutschland, eigentlich Vorbehalte dahingehend, auch Spielregeln, die das eher erschweren. Die Fachmeinung dazu ist aber die, dass man sagt, eigentlich Integration, also eine Form von Ankommen, passiert sowieso. Wie kann es uns gelingen, die Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen, die auch noch im Asylstatus sind, eine Form von Integration einfach ermöglichen und haben, sprachlich und in der Gemeinde und vieles andere mehr. Und manchmal muss man da in der Praxis offensichtlich auch die Formalspielregeln ergänzen durch die Praxis. Eine Trias, die gefallen ist, ist die aus Kopf, Hand und Herz. Also es braucht eben diese Kopfgeschichten, Gesetze, Rahmenbedingungen für das andere mehr. Es braucht die Herzgeschichte, wo man gerade auch auf lokaler Ebene schaut, wie man miteinander in Kontakt kommt und wie man auch Bewusstsein und Identität schafft, wie man Dialog schafft. Und es braucht auch die Tatkraft einfach von Menschen, die auch etwas tun und Dinge angehen. Und ich wurde dankenswerterweise ergänzt, das ist alles wunderbar, diese drei Ebenen, aber es braucht auch Köpfe und Know-how und Strukturen, die hier steuernd eingreifen. Also die auch nachjustieren, wenn man sagt, oh, da hat was sich überlebt, oder wir brauchen eine neue Form von Struktur, oder wir brauchen hier eine stärkere Unterstützung. Also diese Steuerung, die jetzt nicht blind irgendeine Regel umsetzt, sondern die wirklich Bezug nimmt auf Realitäten, die da sind, scheint eine besondere Bedeutung zu haben. Und als letzten Punkt fasse ich zusammen, es gab auch die Frage, es gab ein Beispiel aus einer Gemeinde, die offensichtlich medial aufgeschaukelt, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Regel erlassen haben, dass Asylwerberinnen nicht ins Schwimmbad dürfen. Habe ich das richtig verstanden?
Und jetzt würden wir von außen sagen, das wirkt möglicherweise lächerlich und überzogen etc. Und ich habe so verstanden, dass dann eine Umfrage gemacht wurde, nachdem die Menschen schon länger da waren, wo herausgekommen ist, das sind ganz normale Menschen, die sind gar nicht so, ja? Stimmt das noch? Nicht so schlimm, gell? Und das heißt, da ist Kontakt passiert, da ist Austausch passiert etc. Und wie kann es uns gelingen, die Bilder in den Köpfen der Bevölkerung zu ändern? Ich habe von Ihnen kurz vor dem Mittagessen auch noch einmal gehört, zu sagen, wir müssen nicht nur mit den Menschen sprechen, die kommen, sondern auch mit denen, die schon da sind. Und wie können wir hier einen Öffnen praktisch ermöglichen? Und die Botschaften von den Expertinnen und auch aus dem Publikum habe ich so verstanden, die Botschaft kann nur sein, Kontakt ermöglichen, gemeinsam tun, im Gespräch sein und vieles andere mehr und hier Gelegenheiten schaffen. Das ist das, was in Summe, so hätte ich es verstanden, Gemeinden tun können. Ich bedanke mich vielmals und darf bitten, den Herrn Reitern aus dem Workshop 2 zu berichten. Ja, danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Thema, Sie sehen es, Wohnen als Herausforderung regionaler und kommunaler Integrationspolitik. Es zeigt sich so, wie heute vormittags in den kurzen Referaten, Keynotes schon festgestellt wurde, dass die Thematik der Integration relativ spät entdeckt wurde, auch und gerade in Österreich. Das Gleiche gilt daher auch für die Thematik Wohnen als Herausforderung regionaler und kommunaler Integrationspolitik. Es gibt inzwischen Leitlinien seit 2008 des Städtebundes, in denen versucht wird, die Probleme zu adressieren, die Integration aufzugreifen. Was haben die Gespräche, die Erfahrungsberichte, die dankenswerterweise vorbereitete Keynote im Arbeitskreis 2 zum Thema Wohnen erbracht? Es waren im Wesentlichen drei Themenfelder. Das eine ist, Migranten empfinden die Wohnungsvergabe als ihnen gegenüber diskriminierend. Mögliche Lösungsansätze in einer unsystematischen Reihenfolge. Der letzte, der dann noch eingebracht wurde, war, man möge nach dem Beispiel ethischen Investments auch Ethikkategorien, und zwar bei großen Unternehmen, aber auch bei privaten Vermietern, Ethikkategorien einführen, sprich auf Durchmischung und auch auf Wohnmöglichkeiten für Migranten zu achten. Der Ansatz bei der privaten Wohnungsvergabe bestünde darin, die ein bisschen zu kontrollieren, ob sie denn nur nach objektivierbaren Kriterien verfolgt oder nach solchen, die eigentlich ausgeschlossen sein sollten, weil sie eben diskriminierend sind. Bei der Vergabe von öffentlichem Wohnraum wurde gesagt, die öffentliche Hand ist gefordert, objektivierbar nicht diskriminierend zu vergeben, für Durchmischung zu sorgen. Das führt uns zum zweiten Punkt, Durchmischung. Was ist mit Durchmischung gemeint? Es zeigt sich, dass dort, wo an den Schnittstellen und im Wohnen die Konflikte auftreten, es im Wesentlichen oftmals soziale Konflikte oder Konflikte entlang unterschiedlicher Milieus sind, die ethnifiziert werden. Die kulturellen Unterschiede, wie lässt sich hier einiges beheben? Oder zum Besseren wenden oder versuchen, Lösungen zu finden. Das eine ist, dass man die Damen und Herren, die durch Familien, die dort einziehen, in die jeweiligen Wohnanlagen, Wohnhäuser, Wohnblocks. Das eine ist, was aus Nürnberg berichtet wurde, zum Beispiel sie wirklich zur Beteiligung zu ermuntern und zu animieren, sprich ihre Wohnangelegenheiten auch selbst in der Tat in die Hand zu nehmen, Vertreter zu wählen, Organisationsstruktur zu entwickeln, sie aber jedenfalls, das wurde dann aus Graz berichtet, sie zu begleiten, Wohnungsbegleitung zu machen, um über den Umgang, und wenn Sie so wollen, die Hausordnung und den Hausbrauch einen Konsens herzustellen, diesen zu kommunizieren und dort, wo es Differenz gibt, Auffassungsunterschiede, diese dann durch Kommunikation versuchen auszugleichen. Der dritte Bereich, den wir sozusagen als Thema, als Problembereich identifiziert haben im Arbeitskreis 2, war dann schlussendlich jener der baulichen Substanz, wenn Sie so wollen. Also es zeigt sich, dass sehr, sehr große Wohnungen, vergeben durch die Gemeinde, natürlich nur für Familien in Frage kommen mit vielen Kindern. Und das hat dann natürlich ganz eine bestimmte Besiedelung oder Wohnungsvergabe eben auch zur Folge. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Wohnungsgröße, sondern auch Gebäude und Wohnungssanierungen eine Rolle spielen, völlig übersehen wurde, dass
Außensanierung gegen Wärmeverlust, nach innen die Hellhörigkeit von Wohnungen erhöht, was erst wiederum Reibereien geschaffen hat. Es wird auch übersehen, dass manche vom Teppichwaschen über Schuhe abstellen einiges an räumlichen Strukturen und Möglichkeiten benötigen, was nicht bedacht wird, geht dann aber trotzdem der jeweiligen Lebensgewohnheit nachgegangen, dann entstehen die Konflikte. Diese sind, so zeigt sich in allen drei Bereichen, grundsätzlich lösbar. Wenn irgendjemand meint, im Wohnbaubereich sind die Ausländer das Problem, dann kann man ihnen auch diesen Beratungen und auch Expertise, die vorliegt, wirklich sagen, die Ausländer für sich genommen sind nicht das Problem. Skizzierte Wege des Gesprächs, des besseren Bauens, der besseren Wohnungsvergabe wurden aufgezeigt, werden teilweise angewandt. Wir haben das zum Teil als Innovation und zum Teil als Bestärkung verstanden. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich muss mich sehr herzlich entschuldigen beim Herrn Klaus Reitern. Ich habe ihn vergessen, ihn formal vorzustellen. Der Herr Klaus Reitern ist, ich hoffe, das ist nicht despektierlich, ein Urgestein der österreichischen Journalistenszene und seit 1978 als Journalist in verschiedensten Zeitungen tätig und war seit 1995 Chefredakteur von vielen verschiedenen oder einigen verschiedenen Zeitungen und zum Schluss 4 Jahre lang der Wochenzeitung Die Furche. Und Sie sind, glaube ich, jetzt selbstständig tätig als Autor und Journalist, Moderator, der Beauftragte. Herzlichen Dank. Herr Kindermann, ich darf Sie bitten, Workshop 3, und vielleicht können Sie auch die Folie 1 weiterklicken, dass auch die Übersichtsfolie, ich habe sie gemacht, jetzt, super. Wir hatten eine sehr spannende Gruppe, die gerne noch länger diskutiert hätte, bei der Thematik offenes Bildungsangebot, das Schlüssel für erfolgreiche Integration in den regionalen Arbeitsmarkt. Wir hatten 5 sehr kompetente Impulsgeber. Wir haben begonnen mit Herrn Pagger von der Industriellen Vereinigung Steiermark, der sagen durfte, was er sich denn wünscht vom Bildungssystem. Sehen Sie mir die Vereinfachungen nach. Er hat auf die duale Ausbildung verwiesen und deutlich gemacht, dass der Kampf der Wirtschaft darin besteht, genügend viele gut qualifizierte Jugendliche zu finden. Und Frau Gutleben hat das noch ergänzt durch den Hinweis, es sei ganz wichtig, dass man Leute findet, die wüssten, wie viel Milliliter ein Liter hat. Also schlichte Fragen. Und spätestens an diesem Punkt wurde dann schon deutlich, was dann später in der Darstellung von Florian Schmidt noch ausgeführt wurde, dass unser Bildungssystem Schwachstellen aufweist, die uns Probleme bereiteten, wenn es auch keinen einzigen Migranten gäbe. Dass allerdings die Migranten, ob man jetzt sagt wie Lackmuspapier oder wie mit einem Brennglas, auf diese Probleme uns hinweisen. Und darin liegt jetzt für uns natürlich eine enorme Chance, dass wir gerade durch diese Verstärkung der Sicht auf die Probleme aufmerksamer werden können, was die möglichen Lösungen angeht. Wir sind dann in dem Bereich, der nachdem Herr Schmidt die Definitionen vorgenommen hat und darauf hingewiesen hat, was es alles zu beachten gibt, wie man es schafft, dass man das Potenzial der Erstsprache der Migranten stärker nutzt, wie das Bildungssystem da einsteigen kann, um die Erstsprache auch so zu qualifizieren, dass sie eine gute Basis ist für den Erwerb der Zweitsprache, für die Migrantenkinder, dann das Deutsch. Inwiefern es wichtig ist, dem Institutionenwissen der Eltern nachzuhelfen, sodass die ihre Kinder unterstützen können, überhaupt mit diesem System, das wir hier haben, besser klarzukommen. Und wir haben dann, Herr Schmidt, sehen Sie das nach, wenn ich jetzt abkürze, Lehrerangebotsprofil, Umgebungsbedingungen und so weiter. Wir haben dann ein mich sehr stark beeindruckendes Beispiel von einer Konzeption der Stadt Graz gehört, Parameter einer chancengerechten Bildungsstruktur, was Herbert Just ausgeführt hat und deutlich gemacht, worauf es ankommt. Sicherung der Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten in der Stadt, Sicherung der Qualität der Bildungsangebote, Sicherung der Zugänglichkeit,
Erreichung möglichst hoher Qualifikation durch möglichst viele Menschen, Kompensation von Benachteiligung, Vermeidung von Exklusion, Anerkennung und Nutzung von Diversität und Verschränkung von Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. An diese beeindruckende Vision von dem, was man braucht, schlossen sich an Praxisbeispiele, einmal aus Basel und einmal dann wiederum aus Graz. Bei Basel ging es darum zu zeigen, an einem konkreten Beispiel, ein Schulintegrations- und Elternbildungsprogramm für Familien aus der Türkei, wie man genau diese Dinge alle nutzen kann, wie man an den Kompetenzen der Erstsprache ansetzt und wie man dann die Brücke herstellt zur Nutzung des Bildungssystems. Und dann ein Beispiel aus Graz, wo mir schlüsselartig bei diesem Projekt Wir sind Graz im Kopf geblieben ist, dieses Weltreisen in Graz durchzuführen mit der Idee, konkret zu nutzen, was wir an Vielfalt hier tatsächlich haben. Und dies führte zu dem Punkt, wo wir dann eine mehrwöchige Klausur wahrscheinlich gebraucht hätten, dass wir eigentlich zu der Erkenntnis kamen, man müsste eigentlich statt Stückchen für Stückchen an diesem Bildungssystem weiter herumzuschrauben, vielleicht mal innehalten, vielleicht mal bilanzieren, was die Herausforderungen sind und was man zur Lösung dieser Herausforderungen bräuchte. Also nicht nur, wie schraube ich an diesem und wie schraube ich an jenem Schräubchen, sondern einfach mal innezuhalten und zu überlegen, was bräuchten wir denn insgesamt, revolutionär denkend, wie könnte das dann aussehen. Aber wir haben jetzt darauf verzichtet, eine Resolution zu verabschieden und die Veranstalter zu bitten, uns 4 Wochen in Klausur zu schicken, wo wir dann als verfassunggebende Gesellschaft uns dem Bildungssystem der deutschsprachigen Länder widmen könnten und am Ende etwas konzipieren würden, was Anerkennung beinhaltet, was Zuwendung beinhaltet, was Ressourcennutzung beinhaltet und den Verzicht auf Klassifizierung, Bewertung, Aussonderung. Viel Erfolg noch. Vielen herzlichen Dank. Das hatte bereits die Energie eines Schlussplädoyers praktisch. Aus meiner Sicht, es gibt ja Tagungen, die leben davon, dass nur, unter Anführungszeichen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwas davon haben. Ich hoffe, dass das eine Tagung ist, wo auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen was davon haben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ein wesentlicher Aspekt dieser Tagung ist, dass vieles des Materials, das hier gezeigt wurde, aber auch das transkribiert wird, dass das weiter zur Verfügung steht und Menschen, die heute nicht anwesend sein konnten oder wollten oder verhindert waren, dass die in weiterer Folge auch von dem profitieren können. Und nicht nur wir, dass wir nachlesen können, sondern dass auch andere nachlesen können. So sehe ich das nicht nur mit einem weinenden, sondern auch irgendwie nicht so tragisch, wenn jetzt sich die Reihen etwas lichten. So wie das halt so ist am Nachmittag bei solchen Tagungen. In meiner Funktion als Moderator darf ich den Schluss machen und ich darf Sie, Herr Doktor, bitten, dass Sie offiziell und salbungsvoll die Schlussworte sprechen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Instituts der Region Europas Danke sagen für Ihre Teilnahme. Ich möchte bei der Gelegenheit auch Danke an die wunderbaren Referentinnen und Referenten sagen. Es waren wunderbare, interessante Expertisen dabei. Wir können zusagen als IAE, dass wir sämtliche Inhalte, die heute präsentiert und diskutiert wurden, auf unsere Webseite stellen, des Instituts der Region Europas. Wir haben auch heute erstmals seit unseres Bestehens auch eine Videoaufzeichnung gemacht. Die gesamte Session hier im Gemeinderatssitzungssaal wurde dokumentiert und aufgezeichnet. Sie müssen uns jetzt bitte noch ein paar Tage Zeit geben, um das zu bearbeiten und zu schneiden. Es wird ab 9. Dezember, das ist die Zusage, also ab Montag, dann auf unserer Webseite online stehen. Wir möchten wirklich erreichen, dass die Thematik Integration auf regionaler, lokaler Ebene weiter diskutiert wird. Auch in Abstimmung mit dem Staatssekretariat für Integration war die Idee, die Vernetzung sicherzustellen zwischen allen anwesenden Gästen aus allen Ländern, die hier waren. Also das Institut der Region Europas wird an dem Thema sehr, sehr gerne dranbleiben und wir hoffen, dass wir auch mit Ihnen weiter in Kontakt bleiben. Alles Gute und vielen Dank, auf bald. Danke. Applaus